Louis hat Probleme in der Schule. Keiner will neben ihm sitzen seit Anfang des Schuljahres. Und gibt's einen Grund? Sein Rucksack. Du, ich habe gerade einen Auftrag reinbekommen. Ich muss zum Flughafen. Hä, du hast gerade gesagt, du redest jetzt nicht. Ich weiß, aber dann gehen wir 70 Euro durch die Lappen. So. Ja, schau mal. Super. Okay, also arbeitest schon wieder am Wochenende? Ja. Schule. Es geht um Louis. Mobbing hat nie einen Grund. Heute ist der Rucksack, morgen etwas anderes. Wir sind seine Eltern und wir müssen ihm helfen, sich anzupassen. Das muss bis morgen gemacht ja, sein. Ja, alles klar. Das ist echt krass, wie dein Chef von euch profitiert. Wenn nicht genug arbeitet, fliegt raus. Wohin? Kinderkrankenhaus, Notaufnahme. Er driftet immer mehr in seine Fantasiewelt ab. Ich bin eine vom Himmel gefallene Wolke. Ich bin ein verträumtes Kind gewesen. Ich bin die Erde zwischen Tag und Nacht. Ein einsamer Planet. Louis ist die Treppe heruntergefallen. Sie haben ihn geschubst. Wer hat geschubst? Finn. Es passiert ständig, dass eine Schule das Mobbing leugnet. Sag dem Direktor, dass ich mit ihm reden will. Die werden dich anzeigen, wenn du dich jetzt nicht entschuldigst. Nein! Ich habe nur das gemacht, was jeder vernünftige Vater getan hätte. Die Vorstellung, dass Louis in dieser Schule ständig ausgelacht und erniedrigt wird, ich kann das nicht mehr ertragen. Genau das, was die Schule will. Und zwar unsichern. Scheiße! Alles wird gut. Alles okay? Ich will nicht wieder in die Schule. Ach, Louis.